Bei mir sitzt jetzt eine Elster im Baum, die diebische. Ich weiß nicht, ob das hübsche Vögelchen bei euch mit dem Bild war. Na gut. Hallo ihr Lieben da draußen. Ich bin gerade mal wieder im Garten und habe mir einen Teil meines Werkzeuges geschnappt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das brauchen werde. Und ich weiß auch noch nicht so wirklich, was ich hier heute soll. Vorhin war auf jeden Fall die Sonne draußen, als ich zu Hause war, nach dem vielen Regen. Und ja, die hat mich irgendwie nach draußen geködert. Ich habe mir mein Rad geschnappt und bin einfach hergeradelt. Ja, nun bin ich hier, habe keinen Plan. Dickes Fragezeichen. Ja, aber wie ihr sehen könnt, es ist hier überall am Wuchern wie Sau. Ich habe die letzte Zeit nichts mehr gemacht. Ich habe einfach Füße hoch, Natur sein lassen. Hat ja auch viel geregnet, gab nicht so wirklich Raum, um was zu tun. Aber dennoch habe ich ja meine Erholungsphase. Das bedeutet, dass ich nur mache, worauf ich Lust habe und mir da keinen Stress mache. Jetzt ist es natürlich so am Wachsen hier, ja, die ganze Quäke, dass ich mir vorstellen könnte, egal was ich jetzt mache oder nicht mache, das Ding kann ich bestimmt gebrauchen. Ja, und soweit ich gesehen habe, ist das jetzt auch scharf genug für meine Zwecke. Mit so einem Teil schleift man das dann. Ich habe nicht wirklich so ein paar Methoden, also mir nichts wirklich angeeignet. Ich habe einfach wieder nach Gefühl meine Sache wieder nach Gefühl angegangen und habe dann auch so meinen Weg gefunden. Das Ding ist aber krumm und schief. Mal ein bisschen drauf rumhämmern, dengeln, glaube ich, nennt man das. Ja, das wird nachher dann doch ein bisschen Sinn machen. Aber nicht heute, einen anderen Tag, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Das Gras kriege ich dadurch ab. Nachschärfen ist zwischendurch mal sinnvoll. Das merkt man auf jeden Fall schnell. Das wird immer sehr schnell stumpf. Ist auch kein Wunder, ich lande auch immer irgendwie mal im Sand mit drin. Ja, wie ihr uns schwer erkennen könnt, es ist gut windig bei uns. Vielleicht hört ihr das auch auf dem Mikro. Ich habe heute aber wieder mit Popshots. Ich habe jetzt ein paar Wochen freie Schnauze gedreht, so One-Take-Dinger. Ich mache nach wie vor ruhig, aber heute hatte ich Lust, mal wieder so ein Video zu machen, wo ich ein bisschen schneide zu Hause. Ich habe Lust, da irgendwie mal was zusammenzuschneiden. Ich weiß, ein paar Leuten da draußen ist es dann auch mal lieber, wieder sowas zu sehen, ein bisschen geordneter, aber der Chaos-Love bleibt der gleiche. Übrigens, Sonne haut gerade ab. Könnt noch sehen, so ein bisschen was haben wir da davon, noch. Und ja, keine Ahnung, ich habe mir gesagt, so irgendwas Kleines machen, um mal so ein bisschen wieder in Schwung zu kommen. Und dafür werde ich mit euch einmal nach da links rüber gehen. Oder nicht mit euch, für euch. Wir alle zusammen. Ach komm, rüber. Ja, wo ich hin wollte, könnt ihr schon sehen. Das ist das Schöne an diesem Weitwinkel. Hier habe ich noch ein paar Tomaten stehen. Ich muss sagen, da ein paar schöne gelbe, da auch welche. Soll ich sie euch mal zeigen? Kommt mal näher ran. Ich gehe ein bisschen in die Knie. Ja, was ihr sehen könnt, sind hier auf jeden Fall, das müssen die Dancing Smurfs sein. Also hier Zwerg, glaube ich, muss das Wort heißen, übersetzt. Ja, und hier hinten habe ich noch eine, die sieht aber ein bisschen besser aus. Da habe ich tatsächlich schon eine genascht und gerade auch, bevor ich angefangen habe, habe ich ja auf jeden Fall schon eine verschenken können. Also die ist nicht jetzt hundertprozentig reif, upsi, aber definitiv schon essbar. Hier könnt ihr sehen. Mal ein bisschen näher ran, da muss ich ein bisschen hinter die Kamera gucken. Krass, ah, okay. So, das müsst ihr sehen, das hat so einen Rotton und ja, das war lila und das ist so ein bisschen grünlich geworden. Hat es den Anschein, das kann man durch die Kamera vielleicht gar nicht so sehen, das gebe ich jetzt einfach mal an euch weiter. So sieht das von oben aus. Schöne Tomate, also die schmeckt echt super. Erinnert mich auch ein bisschen an meine erste Tomate, wie hieß sie denn noch? Ach, guck, der Name ist mir jetzt entfallen. Sonst wusste ich ihn immer. Nicht so wichtig. Egal. So, und was haben wir hier vorne? Hier vorne haben wir auch noch was. Das sollte irgendwie eine Buschtomate sein. Wisst ihr was? Die pflücke ich gleich mal mit ab. Weil ich werde bestimmt noch ein paar mehr mitnehmen. Da vorne, da haben wir auch noch gelbe. Zack, zack. Hier noch eine kleine. Oh, die kann noch ein bisschen. Hier oben haben wir noch eine. Oh, und die Sonne kommt raus. Och, ist das schön. Guck mal, extra für so eine schöne Aufnahme hier. Ja, herrlich. Könnt ihr gut sehen. Schön. Die bringe ich kurz weg. Ich sag euch was. Mein Gefühl sagt mir, Tomatensaison, das war's erstmal. Denn so viel Regen, wie es bei uns gab und auch wie du die Aussichten sind, ja, bei unter 20 Grad. Ich glaube, da kommt nicht mehr so viel rum. Das mit der Sonne heute ist echt selten. Du darfst auch gerne nochmal rauskommen.
Ja, denn die nächsten Sekunden möchte ich hier ein Video drehen. Das soll ja richtig schön beleuchtet sein. Ja, genau so die Richtung, ein bisschen mehr den Strahler hier rauf. Ja, das passt mir schon ganz wunderbar. So, und ja, worauf möchte ich hinaus? Wenn ich hier dann schon mal vorhocke, kann ich doch meine Tomatenpflänzchen nochmal kontrollieren. Die sehen alle super aus, keine Geiztriebe. Ja, ganz so hell muss es nicht sein. Ja, ein bisschen abschwächen, so gefällt mir das besser. Da haben wir Mini-Geiztrieb. Geiztriebe, für die, die das noch nicht mitgekriegt haben, sitzen quasi. Das hier ist ein Blatt. Wenn hier zwischen was wächst, dann wird das quasi ein neuer weiterer Stamm. Könnten zweiteilig werden, so wie das hier rechts auch zu sehen war. Ich will da jetzt nicht nur näher drauf rein. Näher drauf rein, sehr lustig. Ui. Hatten wir noch ein bisschen Insektenbesuch. Ja, ihr konntet mich, glaube ich, schon verstehen. Da dazwischen einer. Ja, sollte ich aber einen Trieb rauswachsen, wenn man das nicht mitkriegt, dann drückt es immer einen von diesen Blättern runter und dann wächst das halt raus, total querbeet. Diese Pflanze sieht soweit auch super aus. Hier oben kann ich noch mal ein bisschen rumwickeln. So, das sieht ja schon wieder schön aus. Der Momo macht jetzt Alarm drüben. Also so sieht es hier drüben aus. Hier, das sollte irgendwie eine Buschtomate sein. Die wächst aber ganz merkwürdig. Dennoch viele kleine. Ich könnte mir ja vorstellen, dass das eine Art Mirabelle war. Ja, also die hier sehen sogar schon aus wie heißen sie denn noch? Die Stachelbeeren da oder was meint ihr? Also ein bisschen stachelbeerig sehen die schon aus. Hier drüben auch. Naja, Stachelbeeren an der Tomatenpflanze. Dennoch wollte ich die jetzt so sich selber überlassen. Hier ist auch noch einer. Werden noch viele kleine Tomaten kommen, hoffe ich. Aber im Grunde genommen könnte man hier auch die Seiten ein bisschen wegnehmen nachher und so. Also ich denke mal, Tomatensaison generell war es, aber lassen wir uns überraschen. Ich hatte letzten Jahre durchaus im Urin, dass ja, dass da noch ein bisschen Spätsommer kommt im September. Und deswegen möchte ich das Ganze noch nicht abschreiben. Einfach mal abwarten. Wann war das noch? Siebenschläfertag? Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Siebenschläfertag. Den Tag habe ich mir gemerkt, wie er verlaufen ist. Und zwar ja, war das so ein Jojo-Ding. Also es war richtig gutes Wetter, dann war aber auch Regen und eigentlich so ein Tag wie heute, ja, könnte man sagen. Windstill, dann doch wieder ganz doll windig, stürmisch. Ja, und ja, so entwickelt sich das auch gerade bei uns. Und deswegen habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass im September vielleicht noch ein paar Sonnenstrahlen für uns da sind. Ja. In Deutschland ist sowieso gerade so querbeet, habe ich mitgekriegt. Im Norden pfui, im Süden hui, irgendwie vom Wetter her. Wir haben hier unter 20 Grad die ganzen Tage jetzt auch schon. Und ja, unten im Süden, glaube ich, ganz viel Sonne, noch ziemlich warm. Ich bin nicht neidisch, ist alles gut, wie es ist. Ich nehme das so an, ärgere mich nicht und ja, habe dann so meine Freude, wenn es sein soll. Und für mich werden auch die Tomaten ein bisschen rar. Wie soll ich das sagen? Ich wollte auf was anderes hinaus. Ich habe zum Beispiel auch ziemlich lange darauf gewartet, Zucchinis zu essen und habe auch mir ganz lange jetzt Tomaten verkniffen, weil ich so ein bisschen nach Saison gehen möchte. Und dann sind die Sachen ja noch ein bisschen besonders, wenn man nur in der Zeit diese Sachen konsumiert, indem man sie frisch erntet. Also beim Einmachen und so weiter bin ich nicht. Fange ich gerade an zu schielen. Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl. Ja, gucken wir mal die nächste Pflanze, damit ich das dann auch noch mal fertig kriege. Jetzt war ich mit den Augen schon beim Umstellen. Hier könnt ihr das sogar wunderbar sehen. Guck mal. Hier ist der Haupttrieb, ein Blatt. Hier zwischen will sich so ein Ding breit machen. Ja, das wird dann ausgegeizt. Und diese Geiztriebe, ich habe es ja schon mal erzählt, die könnt ihr wunderbar noch in die Erde packen. Natürlich dieses Jahr deutlich zu spät, aber generell kann man da wunderbar seine Pflanzen mit vermehren. Ich würde sagen, bei meiner Methode dann ein bisschen schwierig, weil ja, dann durchaus ja, ich habe ja einen anderen Rhythmus gewählt. Ich habe später angefangen, ich wollte keine Lampen benutzen und so weiter und so fort. Und deswegen denke ich, ist das bei meinem Timing ein bisschen anders. Aber für euch da draußen vielleicht interessant, falls ihr ein Gewächshaus habt, falls ihr irgendwie, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Also ich glaube, das ist schon ganz klar und deutlich. So, und jetzt haben wir einen Geiztrieb hier. So, hier unten, da hängt nichts mehr rum. Blätter könnte man abnehmen. Die haben auch spezielle Farbe gekriegt, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an den Schwarzen. Hier haben wir auch einen ganz dicken Geiztrieb. Guckt euch das an. Ne? Da wollt sogar schon tomatig was raus. Da verzichten wir drauf. Und nach oben sieht auch alles super aus. Alles stabil. Ja, gefällt mir.
Ein paar Tomaten wird es dann hier noch geben. So, aber dahinter sind ja noch Tomaten. Hier hinter haben wir ja auch noch Tomaten. Hier einmal, fällt kaum auf, ist auch nichts dran. Eine Tomate gab es, die habe ich ja in meinem letzten Video gefleckt, wo ich anderen eine Freude bereitet habe, das nach Hause gefahren habe. Und ja, hier hinten, das soll eigentlich noch die Cherry Prince sein. Jetzt könnt ihr das mal wunderbar sehen. Das ist ein wunderbares Beispiel. Das sind sogar drei Triebe. Ich muss jetzt nicht näher ran, aber Geiztrieb habe ich mich nicht gekümmert. Macht aber nichts. Umso mehr tragen sie. Aber wisst ihr, was mir nicht gefällt? Das steht so instabil. Und entgegen dem, wie ich sonst mache, werde ich hier jetzt mal ein bisschen zusammenbinden. Aber jetzt nicht extrem. Oh, sei vorsichtig, Lars, nichts abknicken. Bin gerade ein bisschen tüdelig wieder. Der muss darüber. So, guck mal, das sieht schon besser aus. Und hier können wir auch noch einen machen. So, und noch einen. Ich sehe auch gerade nicht so viel und die Position ist auch nicht die beste. Habe ich mir besser gestaltet. Gucke, sieht doch super aus. Und dann haben wir hier einen weiteren Trieb in der Mitte noch einen. Lass mal einfach mal wachsen. Ich guck mal, dass jetzt weitere Geiztriebe noch verschwinden. Da ist einer. Der kann weg. Die Kraft kann die Pflanze dann woanders reinstecken. Gut, wunderbar. Sieht doch super aus. Also so gefällt mir das sehr, sehr gut. Ja, ihr könnt das sehen von Weitem. Das Gestell, das hat alles gehalten. Wir haben auch ordentliche Sturmtage schon gehabt. Ah, hier hängt der Stein ein bisschen in der Tomate. Was machen wir da? Dann machen wir doch mal hier so. Ja, einfach mal. Ups, das war nicht so klug. Moment, ich habe da was verkehrt gemacht. Das ist natürlich klar, dass mir das Teil dann abhaut. Vielleicht mache ich das irgendwie. Moment. Chaos Lars ist am Start wieder. Machen wir mal da hoch. So. Kuh, geht auch. Ne? Hier oben, das kratzt mich jetzt nicht so. Das stört auch nicht. Solange das jetzt nicht am Stamm scharrt, ja, bin ich sehr zufrieden. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt habe ich ja hier irgendwie was gemacht. Ich wollte irgendwie mit der Sense ein bisschen was machen. Die habe ich ja nur mit. Ich finde, hier hinten sieht es gar nicht so schlimm aus, aber wenn ich da hingucke, da ist nicht so schön. So quasi rechts von euch unten, da. So, und damit ihr dann auch wisst, wovon ich rede, zeige ich es euch natürlich gleich. Hier, das ist alles die Goldrute und wenn ich mir das angucke, so viel Nahrung ist nicht mehr dran. Ich denke, das kann ich ganz getrost wegnehmen. Und ja, die Sense ist ja immer gut geeignet. So. Hier möchte ich dann ja mit meinem Handmäher auch wieder durch. Jetzt habe ich ein bisschen Wicke erwischt. Auch kein Drama. So, dann mache ich das doch hier weiter frei. Die können sich hier noch ein bisschen halten. Da. Zack, Wusch, weg. Für die, die das noch nicht kennen, das ist ja hier so eine meiner schönen Ecken. Hier habe ich dieses Jahr auf jeden Fall ein paar Mal gesessen. Gefällt mir richtig gut, auch mit Gästen. Ja, und sitzen wird immer weniger. Und dann soll ja auch mal ein bisschen wieder was weg. Das ist so meine Entscheidungsfindung bei der Geschichte. Hier gibt es noch eine Lupine, ob ich die da haben will. Aber lassen wir mal wachsen. So, und hier, was stört uns hier? Das Ding. Das auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob da noch so viel ist. Ich darf mir jetzt nicht wehtun. Wisst ihr was? Ich glaube, nächstes Jahr werde ich die ganz gut erkennen können. Die wird sich selbst ausgesamt haben und dann werde ich die hier rausnehmen und woanders rein. Die war auch umgetopft. Die lasse ich hängen, weil ich finde die. Jetzt hatte ich da die ganze Zeit, ist die Kamera da. Ich habe ja kurz umgestellt. Ja, das sieht toll aus, finde ich. Guck doch mal. Jetzt knicke ich ein bisschen, aber ich lasse es mal am besten in Ruhe. Ich habe es ja auch noch Saatgut. Ich habe gar kein Saatgut gezogen dieses Jahr. Ich glaube, da hat sich super viel Wild ausgesamt. Wobei bei der Physalis kann ich noch was machen. Nicht Physalis, wie heißt sie denn noch? Phacelia, genau. Das sind hier diese ausgeblühten. Ne, daneben, wo die Kartoffeln sind, da könnten die gut rein als Gundüngung. Das war so ein bisschen der Gedanke. Aber ich glaube, das ist immer noch nicht zu spät. Das ist doch alles super. So. Und auch hier mache ich weiter den Weg frei. Zip. Was haben wir hier? Ah, die Lupine wächst schon auf dem Weg. Eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, dass hier eine entsteht. Auch hier die kleinen, aber die sind ja mitten auf dem Weg, ne? Und ich habe ja auch viel Lupine. Es tut mir leid, kleine Pflanze, aber du wirst sowieso weggemäht. Macht das Mähen nachher einfacher. Hier muss ich auch bei. Eigentlich kann ich das liegen lassen, wo es fällt. So eine Art. Zusammensammeln muss ich sowieso. Hier noch ein bisschen was weg. Oh, das ist alles easy. Ist nicht so schlimm. Was haben wir denn noch?
Hier. Hier unten wächst auch was. Das frage ich mich noch, was das ist. Ich habe ja ein paar Experten da draußen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Hier zwischen wächst nämlich überall irgendwie sowas. Da. Kann man ganz gut erkennen, denke ich. Also wenn ihr wisst, was das ist, macht sich hier so ein bisschen breit. Keine Ahnung, wo das herkommt. Vorher noch nicht gesehen. Ja, da machen wir jetzt mal weiter. Ja, hier vorne Sonnenblume. Die will ich natürlich nicht kappen. Die klemme ich einfach nur wohinter. Das geht auch. Ja, was stört uns hier denn? Ist es wirklich? Ja, das kann weg. Zip. Hier ist die Wicke. Die kann ich hier sich weiter rumwickeln lassen. Ist doch ein schönes Gewächs. Es ist ganz schön pustig heute. Ich hoffe, da geht alles klar mit den Aufnahmen. Hier unten wächst noch mal ein bisschen Lupine. So, nicht weiter wichtig. So, und jetzt haben wir noch ein paar Herausforderungen. Was machen wir denn mit euch? Ihr seid mir... Ach, ich mag das da so durchzugehen. Na, da war eine dicke Spinne, glaube ich. Da kribbelt es mir ja doch. So, den einmal dahin und hier ein bisschen Sonnenblumen. Was machen wir denn mit euch? Machen wir mal ein bisschen hier so ein bisschen verflechten. Dann halten die sich bestimmt selber. Jetzt ist der im Weg. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das nicht klappt, weil es zu windig ist. Es ist wie mit Knoten aufmachen. Je länger man hin und her macht, das geht irgendwann auf. Und deswegen hänge ich die jetzt irgendwie schön. So, noch mehr. Du willst dich schon festhalten hier annehmen. Oh, ein bisschen zu viel Rost. So, den auch noch irgendwo da rein. Jetzt hängt er fest. Wunderbar, hält auch. Jetzt haben wir noch einen rein. Da muss ich aber unten mal reintreten. So. Kann man generell auch wunderbar mit reintreten machen, aber ich mache das jetzt einfach mal irgendwie. So, ich hoffe, euch geht's gut allen. Bisschen kuscheln und so. Jetzt haben wir nebenan Polizei, die lassen wir mal mit drauf. So, und Gartentour sollte mal zu, auch die Sonnenblume hier. Hallo. Die will unbedingt kuscheln. Das war auch ein Teller hier, guck mal. Könnt ihr das sehen? Ich glaube, so ist ein bisschen besser. Da. Ach, schön. Oh, die Sonne, das ist richtig herrlich gerade. Ja, was machen wir mit dem hier denn? Weil der ist ja so richtig Panne im Weg. Den erstmal dahin. Ja, klemmen wir das jetzt auch irgendwo her? Da? Ja, also das hat schon ein bisschen mehr Gewicht. Da habe ich so ein bisschen... Wisst ihr was? Ich riskiere es einfach mal. Und der Mais ist aber dafür ein bisschen schwächer. Mann, hier ist aber ist richtig stramm, das Teil. Ich glaube, das wird sich nicht halten. Eine Idee da draußen? Machen wir mit dem dann jetzt hier da. Also, ich tippe mal nicht drauf, dass da noch was kommt, oder? Was meint ihr? Also, ich sehe nichts mehr. Nö. Und die hat mir schon sehr viel Freude bereitet. Ich überlege gerade, sie rauszunehmen. Schön, aber im Weg. So, hier einmal noch weg. Zip. Das klappt wunderbar hier, ne? Mal gucken, wie das nächste Mal aussieht. Ja, dann kappen wir das Ding noch. Da vorne steht eine andere Sonnenblumenspalier. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. So, wie machen wir das denn jetzt? Hier einmal unten und zack, oder was? Oh, das ist hart. Hat aber gereicht. Schön. Doch, gefällt mir gut. Und den Teller hier, den werde ich dann auch retten. Na, komme ich hier gegen? Nee, das geht noch klar. Wunderbar. Ich mag diesen Duft. Auch wenn es ausgeblüht ist schon und die Insekten alles weg haben. Hier sind ohne Ende Samen drin. Wow. Hier, ich kann es nochmal zeigen. Alles voll. Ja, also generell lasse ich sowieso stehen für die Vögel, aber der hier vorne, der ist durch. Und ich glaube, den nehme ich mit nach Hause und dann werde ich einfach mal das Saatgut trocknen.
glaube, das ist eine ganz coole Idee. Genau, den nehme ich mit. So, den haben wir einmal aus dem Bild. So, und dann gucken wir uns direkt mal diesen Weg jetzt an. Noch das andere, was ich gemacht habe. Da liegt zwar jetzt Kram rum, aber spielt keine Rolle. Einfach nur mal so zum Durchgehen finde ich das jetzt wieder viel, viel schöner. Und wenn man genau guckt, ist das auch hier ein bisschen noch mit Spalier versehen. Die Sonnenblume kommt mir noch sehr, sehr nahe. Ja, da kann man auch so vorbeitingeln. Das finde ich völlig in Ordnung. Das mag ich, aber die andere, die war mir echt zu tief. Ha, ganz schön dicken Stamm haben die Dinger. Ja, wunderbar. Übrigens, der Mais sieht super aus. Kann ich euch schon mal zeigen. Also er ist blass, da muss ich auf jeden Fall düngen, nach wie vor, habe ich schon oft gesagt, weiß ich. Könnte ich eigentlich auch gleich mal einen Angriff nehmen, das mache ich aber dann ohne euch. Auf jeden Fall überall so ein bisschen Maiskörbchen dazwischen. Für mich immer wichtig zum Vermehren, 1:1. Mann, die sehen aber echt richtig schön aus. Hier sind auch noch welche zwischen, da ist ein kleiner Digger. Da wollte ich euch zeigen, wie das hier ist und bin gar nicht zu Ende gegangen. Aber ich will euch noch den gesamten Weg zeigen. Also jetzt ist es auf jeden Fall richtig schön frei. Tingle ich gerade durch, samt Stativ. Ja, und hier kann man jetzt auch wieder durchgehen. Sonnenblumen stehen super da. Ach, herrlich. Ach, Wind ist sowas Schönes, wenn das durch die Haare geht. Hm, herrlich. So, hier, soweit wieder alles frei. Klar, das werde ich gleich noch aufsammeln oder beim nächsten Mal, je nachdem, wie ich Lust habe. Ja, kann sich sehen lassen. So fix geht das und dann brauche ich ja eigentlich nur noch einmal ein bisschen drüber mähen, ein bisschen die Kanten machen. Ich wollte da ja auch sensen und dann bin ich auch schon durch hier. Ne? Ach, wisst ihr was? Noch ein paar Aufnahmen zum Schluss und dann beende ich das Video. Einfach ein paar schöne Ecken für alle, die dran geblieben sind. Bis zum Schluss gibt es noch ein paar schöne Sachen. Ja, also das Sonnenblumenfeld, das kriegt heute definitiv mehr Aufmerksamkeit als alles andere. Oh, hier sind auch schöne Tomaten. Gut, so. Und hier sind die Tomaten übrigens. Die nehmen wir mal direkt mit. Wunderbar. Eine wird genascht. Obwohl, die ist ein bisschen grün unten. Oh, die sollen so. Mal gucken, vielleicht ist sie auch doch zu früh. Na, oh. Ah, doch, minimal zu früh. Also sie war in vielen Teilen schon sehr reif und lecker. Oder ist. Ich bin ja noch dabei beim Essen. Und die Tomate beim Sein. Noch, gleich im Magen. Hier haben wir auch eine schöne Tomate. Das ist eine frühe Martina. Die nehmen wir auch noch mit. Mann, ist sie knallig rot. Schönes Ding. Ja. Ja, was gibt es denn noch? Die andere esse ich jetzt auch nebenbei. Oh, die war dickschalig. Okay. Oh, ein gutes Beispiel dafür, oder? Täusche ich mich jetzt gerade. Sind da drunter noch Kerne? Ne, die sind alle raus. Also hier wurde schon ordentlich gepickt. Ja, herrlich. So, hier Tomaten lasse ich. Die einen nehme ich mit nach Hause. Ja. Also das Sonnenblumenfeld hier oder das Indianerbeet, also echt wirklich blass, bei euch sieht es wahrscheinlich ein bisschen grüner aus. Wir machen hier diese eigenen Filter vom Handy, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich kann natürlich ein bisschen noch verändern, aber es bleibt immer ein Filter. Ach, ist das schön. Ach, guckt mal. Herrlich. Ja, kriegt auf jeden Fall gleich Dünger. Das soll noch ein bisschen Schub kriegen. Wird sich auf jeden Fall freuen, weil es die ganze Zeit sehr mager war. Wow, was ist denn das für eine Tomate hier? Ja, Tomaten habe ich mich nicht so viel gekümmert. Sowieso die letzten Wochen echt schleifen lassen. Aber gewollt, ihr wisst das, ich habe ja 5 Videos rausgebracht. Die letzten 5 müssen es gewesen sein. Videos ohne Schnitt. Und ja, das sollte dann auch eine Erholungszeit sein. Ich hatte auch ganz viel Erholung, bin jetzt so in den letzten Zügen. Ich habe eigentlich mehr oder minder die ganze Zeit was um die Ohren. Das macht es auch so schwer, durchweg mal Pause zu haben. Aber so ist das Leben. Nie wie geplant. Wow. Nie wie geplant. Laufe ich auf die Banane zu. Guck mal. Die sieht auch immer noch super aus. Hat auf jeden Fall ein bisschen Größe gekriegt. Und in der Mitte gibt es auf jeden Fall ein schönes neues Blatt. Ach, wie schön.
Ja, und genau, das zeige ich euch auch nochmal hier. Wunderschön. Mutter, deine Lemon Queen ist aufgegangen. Dem Platz scheint sie mehr zu mögen. Gefällt mir richtig gut. Wow, so schön. Schöne Lemon Queen, aber auch ein bisschen angeknabbert da. Da oben ist noch ein Gast. Wollte nicht drauf, doch da wollte er drauf. Wow, du siehst... Ach, schön. Spannend. Sieht aus wie eine Fliege. Das ist eine Fliegenart, ne? Ja, das ist eine Fliege. Mit so einem braunen Muster hinten drauf. Wunderschön. Die Natur ist so toll. Auch noch nicht gesehen in so einer Version. Eine Fliege. Jetzt habe ich sie, glaube ich, gerade verscheucht mit meinem Finger. So, was wächst hier unten denn noch? Nix. Also hier habe ich auch nicht viel getan. Ne? Und ich bin nicht traurig darüber. Ich habe eher dadurch Gedanken, wie ich bestimmte Bereiche hier noch verändere. Wie jetzt auch hier die Lemon Queen. Ich finde, hier sollte auch super viel an Minze rein. Ja? Ich habe ja noch die Minze, wie hieß sie denn noch? Die Ananasminze. Und die ist mir eingegangen, weil ich mal einen Tag irgendwie zu spät gegossen habe. Ja, war sie ziemlich schnell hin. Und ja, jetzt habe ich aber, ich weiß, die Dinger sind hartnäckig und kommen durch. Ich hatte hier vorne auch eine auf dem Baumstämmchen. Ja, und jetzt hänge ich hier schon drum rum, um euch das zu zeigen. Da, sie kommt wieder. Und die werde ich da auf jeden Fall einpflanzen. Minze ist so eine schöne Sache, lockt ohne Ende Tiere an. Ist eine, also richtig, richtig schön. Kann ich nur empfehlen. Und ich tingle jetzt gerade auch schon zur nächsten Stelle. Oh, da gibt es noch eine weiße Gurke. Ah, nee, zu weiß an einer Stelle. Wo wollte ich denn jetzt hin? Also hier Minze, ziemlich abgegrast. Aber das Ding hat sich hier breit gemacht. Ich finde das so schön. Richtig, richtig schön. Oder die Minze da auch. Und das sind super Beispiele, wenn ihr in eurem Garten ja weniger, ich nehme das Wort jetzt nicht, weniger tun wollt, dann ist das eine super Variante, um ja einfach irgendwo was angebaut zu haben, ohne sich groß um ein Beet kümmern zu müssen. Also das ist ja alles so eine Sache, das lerne ich ja auch. Ich probiere sehr viel aus, sammle direkte Erfahrungen, möchte sehen, was funktioniert, was nicht funktioniert und habe auch festgestellt, dass, wow, ich habe gerade was entdeckt, damit werde ich mein Video abschließen gleich. Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren zum einen, aber bei direkten Erfahrungen habe ich auf jeden Fall so viel überraschende Sachen feststellen können, auch aufgrund der klimatischen Verhältnisse hier bei uns vor Ort. Also wir haben ja hier so an der Nordsee ziemlich oft Regen in der Regel, deswegen heißt es auch Graue Stadt am Meer Husum. Hier ist übrigens der Kürbis, wollte ich schon wieder sagen, Kohlrabi riesengroß. Hallo, da habe ich einen Gartentown-Gast kurz, ein bisschen nach oben, damit die Person nicht mehr drauf ist. Ja, da wollte ich gleich Schluss machen, eigentlich. Ja, also bei uns ist es halt anders als irgendwie in der Eifel oder wie auch immer. Es ist ja überall, es ist anders. Und deswegen widerspreche ich auch allgemeingültigen Aussagen, weil es einfach überall speziell und individuell ist. Ja, also klar, es gibt ein paar Grundgesetze. Hier das mit dem Ausgeizen zum Beispiel. Jede Menge Erfahrung schon gesammelt. Das ist alles wunderbar, nehmt das mit. Ne, aber man muss es so nicht machen. Ne? Ich lasse so viel Wild wachsen. Dieses Jahr hatten wir ziemlich späten Anfang mit hohen Temperaturen und das war jetzt auch ziemlich schnell vorbei. Deswegen bei den Tomaten habe ich nichts anderes erwartet. Das ist völlig okay so und ich habe trotzdem genug. Hier. So, und ja, so sieht das aus. Jetzt verschwafel ich mich ein bisschen. Ich möchte zum Punkt kommen. Ihr Lieben, ich sage an dieser Stelle hier ein bisschen Sonne in mein Gesicht. Noch so ein Schluss ein bisschen. Ups. So, zum Schluss möchte ich noch sagen, für alle, die bis hierher gekommen sind, ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und auch, ich kriege auch so oft Kommentare, habe ich mir bis zum Ende angeschaut und haben sich bedankt. Also es ist eine ganz tolle Sache, berührt mich immer sehr. Und alle Achtung, dass ihr das bis zum Ende durchzieht. Also ich selber habe meine Videos anfangs eher mal geguckt, dann irgendwann gar nicht. Und jetzt sind es mittlerweile so viele, dass ich das, glaube ich, nie wieder schaffen werde. Oder ich habe irgendwann mal so einen Marathon, meine eigenen Videos anzugucken. Ich könnte auch an meinen Videos noch arbeiten, so mit Thumbnails. Also hier dieses Bild, was ihr angezeigt kriegt am Anfang und so. Aber das sind so Sachen, ich lasse sie stehen, so wie sie sind. Und wenn ich da irgendwann mal Lust zu habe, dann mache ich es. Und wenn nicht, dann halt nicht.
ist alles gut, wie das ist. So, wieder abgeschweift. Na, jetzt haut doch nochmal die Sonne ab. Schade, war so ein schönes Schlusstake. Aber jetzt ist halb dunkel. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich euch begrüßen dürfte. Kommentare lese ich alle. Ich schaffe im Moment nicht so großartig viel zu beantworten, aber meistens, wenn das Video rauskommt und kurz danach, bin das so meine Hochzeit mit beantworten. Manchmal auch irgendeinen Tag später, dass ich dann irgendwie nochmal alle durchgehe. Mal schauen. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende und euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich habe gerade überlegt, ob ich das vielleicht morgen oder so schon online bringe. Aber wir haben heute Mittwoch, müsste das sein, Mittwoch. Und zwei Tage bis zum Freitag. Freitagabend geht es wieder online. Wenn ich ungeduldig bin, vielleicht am Donnerstagabend. Und euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und weiterhin bitte mehr Bewusstsein für die Natur. Ich finde, gesellschaftlich entwickelt sich das schon in eine Richtung. Das gefällt mir noch viel zu wenige. Aber Bewusstsein mit der Natur unglaublich wichtig. In diesem Sinne, ich bin raus und weg. So wie zu meiner Natur. Ja. Meine bewusste, unbewusste, was war denn das jetzt? Oh ne, jetzt kriege ich den Bogen nicht. Lassen wir das mal sein. So, ich packe zusammen und dampfe wieder ab. Auch nicht. Ich habe noch was vergessen. Ja, eigentlich ist so ein Abspann nicht geplant gewesen. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach meiner Sense. Das ist so, ne, ich habe das letzte Mal schon gezeigt, ich suche meine Sachen dann immer. Das ist vielleicht ein Nachteil bei so einem Chaosgarten. Aber es ist echt nicht, wo liegt die denn? Die habe ich jetzt echt verlegt, das ist doch nicht wahr. Da ist das Stativ. Haha, Stativ schon mal gefunden hinter mir. Aber ich sehe keine Sense mehr. Habe ich die schon nach hinten gebracht? Ich habe mir auch noch eine grüne Sense ausgesucht, das ist immer ganz besonders clever. Ja. Oh, da auch gelbe Tomaten, oh, schön. Ja, ich glaube, morgen gebe ich ein bisschen Ernte wieder weiter. Deswegen habe ich jetzt auch auf jeden Fall ein bisschen was hängen lassen. Ich habe keine Ahnung, wo die Sense ist. Aber ich habe eine Idee gerade. Moment, grün habe ich gesagt, getarnt. Hier unten irgendwo. Haha, guck mal, dran vorbeigelaufen. So, jetzt habe ich beide Sachen mit. Oh, jetzt kommt das wirkliche Ende, ne? Soll mal gut sein. Oh, ein paar kennen das schon. So, ich hoffe, das mit dem Wind war okay. War echt sehr windig hier, aber ich war schon öfters überrascht, wie gut dann doch die Aufnahmen gingen. So, ihr seid ja immer noch da. Schönes Wochenende und weg.